wenn man sich eine PV-Anlage aufs Dach baut, habe ich aber auf der anderen Seite eben mit dem Speicher die Vorteile, dass wenn das Stromnetz doch mal in die Knie geht, dass ich mir helfen kann. Und ich habe gesagt, wenn Speicher, dann Notstrom und dann noch eine vernünftige Lösung, die also gewisse Leistungen bringt. So, liebe Leute, ich habe Urlaub und was gibt es Besseres, als zu einem Arbeitskollegen zu fahren und sich dort einmal den neuen Speicher mit Notstromfunktion anzuschauen und lassen einmal ein komplettes Haus mit Wärmepumpe, Wallbox und Speicher und Solaranlage in der Insel laufen. Das wird richtig cool, da freue ich mich drauf. Und deswegen bleibt dran, wir sehen uns dann dort in Kassel. Ciao. So, jetzt sind wir hier angekommen beim Olaf. Moin Olaf. Weil ich ja gesagt habe, ich will kein fossilen Brennstoffe mehr verbrennen, kein Gas, kein Öl, nichts mehr. Ja. Und habe mir gesagt, ein Haus, Wärmepumpe und, kommt dann da rein. Habe ich Gas verbraucht. Das hat mich im Jahr ungefähr 1600 Euro gekostet und das rechne ich dann gegen diesen Strompreis gegen. Und dann weiß ich, ob ich das, ob ich da jetzt mich mit der Wärmepumpe verkalkuliert habe, weil es haben viele Heizungsbauer gesagt, Wärmepumpe, du bist bekloppt, das ist so teuer, das rechnet sich nicht, kauf Pellets oder mach irgendwas anderes, wenn du kein Gas und Öl haben willst. Und ich habe gesagt, nein, ich will Wärmepumpe, ich will elektrisch. Und nach meiner Rechnung, die ich jetzt immer wieder monatlich überschlage, werde ich wahrscheinlich am Ende des Jahres 1200 Euro weniger Kosten haben. Deswegen, die Wärmepumpe ist nur sinnvoll, wenn man, sagen wir mal, so ein älteres Haus damit macht, wenn man eine gute Erzeugungsanlage hat, die auch Strom bringt. Ich habe ein Dach, da kommt Sonne drauf jeden Tag und deswegen habe ich das so umgebaut. Darum geht es ja hier auf dem Kanal, dass ich euch einfach mal zeige, dass es funktioniert. Und jetzt das Grand Final. Jetzt schalten wir probieren es aus. Notstrom ein. Machen die Notstrom. Also wir werden jetzt nochmal einen Test machen für das System, wenn man es überlastet. Also was passiert dann, wenn man zum Beispiel eine Wallbox hat und dann noch die Wärmepumpe da angeht? Das heißt, wir haben 6 kW in der Wallbox und dann vielleicht nochmal das Gleiche hier. Dann kann der hier im Grunde nur maximal 10 kW versorgen. Und wenn er dann mehr gefordert wird als diese 10 kW, dann müsste er eigentlich abschalten. Das gucken wir uns dann jetzt auch nochmal an. Das ist natürlich auch richtig spannend und was dann halt passiert. Testen wir das zuerst, weil im Moment steckt das Auto noch dran und dann machen wir es auch nochmal, das Auto ausschalten und dann sozusagen, wie es dann in der Insel läuft. Also ich habe jetzt mal ganz kurz eine Übersicht. Wir sehen, 1,6 kommen vom Dach. Durch das Elektroauto haben wir gerade einen Verbrauch von 6,8 und 5,2 kommen aus der Batterie. Das heißt, ich arbeite gerade ordentlich, meine Batterie leer zu pumpen durch den Tesla. Aber wir sehen hier unten also auch die Verbrauchswerte und da sieht man, die Wärmepumpe ist extra aufgeführt, die gerade nicht läuft, die braucht jetzt gerade mal nichts. Wir sehen also, ich kann genau unterscheiden, was geht wohin, auch wenn oben in der Grafik die Komplettverbräuche drin sind. Hier ist aber die Einzelverbräuche und das war für mich wichtig, dass ich auch sehe, wenn die Wärmepumpe braucht, dass sie das macht. Mega. Jetzt probieren wir es aus. Ich habe es noch nie mit laufender Wallbox gemacht. Wir probieren das jetzt einfach mal, was jetzt passiert, wenn ich ausschalte. Die normalen Werte sind ungefähr eine Minute zur Umschaltung, bis die Insel wieder läuft. Wir schalten es jetzt einfach mal an und gucken, was passiert. Das Netz ist ausgefallen. Das haben wir jetzt gerade simuliert. Man sieht es an dem Wärmepumpenzähler, der ist nämlich komplett weg jetzt. Und wenn die Insel wieder schaltet, schaltet dieser Display wieder an. Kein Saft mehr. Hier sieht man nur noch eine kleine LED. Mann, das ist spannend. Jetzt hat er zum Beispiel schon mal das Netz weggeschaltet. Jetzt prüft er, ob die Erde, also ob alle vier Phasen getrennt sind. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und erst dann schaltet der Wechselrichter die Batterie zum Netz. Das ist hier ein bisschen langsamer, das können andere Hersteller schneller. Aber wir sehen, das Licht ist wieder da, der Sensor ist wieder da und das Licht leuchtet auch wieder. Also es hat jetzt schon gereicht, um das Licht anzumachen. Und das Licht ist schon wieder da, krass. So, Leute, habt ihr es gerade gesehen? Und jetzt fährt die Wallbox auch wieder hoch draußen. Das heißt, er würde jetzt sogar im Wallbox-Bereich wieder anfangen zu arbeiten. Ist das der Hammer? Ich finde das so geil, ey. Ich meine, gut, in Deutschland braucht man jetzt nicht so oft Notstrom, ne? Aber wenn dann doch mal, wie geil ist das denn? Und das ist halt auch ein, also, weil der ist auch nicht ganz so teuer. Ich meine, mit E3DC, wir kennen uns ja auch beide von E3DC. Da hast du halt auch ein geiles Gerät. Aber das ist halt auch sau teuer. Und das hier ist einfach nicht ganz so teuer und kann das aber auch. Ne? Also das ist richtig, richtig cool. Und wir sehen jetzt hier auch schon, dass der Wechselrichter auf Insel geht. Er hat es also hier schon laufen.
Und da sieht man, dass die Batterie nochmal läuft. Und wir sehen die Verbräuche. Die Sonne ist 1,6 kW ist wieder da. Und ich gehe jetzt nochmal auf unser System. Und obwohl es komplett bewölkt ist draußen, kriegst du trotzdem noch 1,6 kW von der Anlage runter. Und wir sehen jetzt, jetzt habe ich den Inselbetrieb. Das dauert aber ein bisschen länger. Jetzt gucken wir nochmal ganz schnell. Jetzt hört man, dass der Wechselrichter Töne macht. Ja, tatsächlich. Das ist das erste Mal, dass ich ihn höre. Jetzt ist gerade die Überlast eingegangen, weil wahrscheinlich gerade meine Wärmepumpe angefahren hat. Das heißt, das Elektroauto in der Kombination mit der Wärmepumpe ist schon zu viel. Oberste Last. Man hört es klacken und jetzt geht das Licht wieder an. Das System ist wieder da. Das System ist wieder da. Jetzt haben wir gerade sozusagen nochmal einen Neustart gemacht. Mega cool. Also hier war jetzt die Lösung, dass einfach das Netz komplett, das System überlastet war, weil die Wärmepumpe gerade angeschoben ist. Und das hatte ich ja gesagt, diese Problematik, die wir da haben können, ist, dass die Anlaufströme natürlich über die 10 kW gehen können. Trotz 6 kW ins Elektroauto im Haus habe ich ungefähr 400 Watt Verbrauch. Und wenn jetzt natürlich die Wärmepumpe anfährt und der Anlaufstrom etwas höher ist, dann wird es schwierig. Und wir sehen jetzt gerade auf dem Display, das ist jetzt wieder normal im Netz, dass wir jetzt bei 5,7 noch was, da sehen wir gerade, wie hoch es jetzt gerade geht. 11,7 kW. Das ist jetzt gerade ausgebrochen. Und das war der Grund, warum unser System gerade mal gesagt hat, das mache ich nicht mit, das ist mir zu viel. Das heißt, es schützt sich und schaltet dann zurück. Und dann habe ich natürlich den Notstrombetrieb jetzt beendet, weil die Last ist zu hoch. Ich müsste jetzt also im Endeffekt den Tesla ausstecken, damit also dementsprechend diese Last weg ist, weil ich habe die jetzt auf statische Ladung gemacht, weil wenn wir Überschussbeladung gemacht hätten bei 1,3 vom Dach, wäre das jetzt schwierig gewesen. Wir sind zu viel. Ne? Also wenn es jetzt richtig schön Sonne gewesen wäre und wir hätten da ein paar kW runterbekommen, dann wäre es einfach gewesen. Aber mega geil. Also wir sehen 11,7, das konnte der Wechselrichter gar nicht schaffen, hat er ganz ordentlich zurückgeschaltet, hat sich also geschützt, ohne dass wir jetzt einen Kabelbrand haben oder sonst irgendwas. Er hat sich also geschützt und hat dann gesagt, das schaffe ich nicht mehr. Mit der Fehlermeldung, die wir gesehen hatten im Display, war das leicht zu sehen. Und ich habe jetzt das Netz wieder zugeschaltet. Der Grund ist definitiv die Wärmepumpe. Die fährt nämlich jetzt richtig wieder hoch und dadurch habe ich natürlich hohe Verbräuche. Ja, alles klar. Also wir sehen, selbst in einer ernsten Lage, also gerade wenn es so ist, dass wir also auch keine Angst haben brauchen, sollte es zu hoch werden, schützt sich das System. Das war mir also auch wichtig. Das klingt jetzt für viele nicht befriedigend, weil es halt nicht, aber das, wenn wir nur 10 kW Leistung zur Verfügung haben, können wir einfach nicht mehr anstecken. Das ist einfach das Problem. Und wenn wir es jetzt aber nochmal ausmachen, die Wallbox, dann können wir es normal machen und dann würde es einfach weiterlaufen. Dann würde es weiterlaufen, genau. So, jetzt haben wir mal die Wallbox nochmal ausgestellt. Jetzt haben wir Notstrom im normalen Betrieb, beziehungsweise im Moment läuft es noch. Ja, jetzt müssten wir dann nochmal das Netz wegschalten, sozusagen. Ne? Alles klar. Ich bleibe am Display. Und dann geht hier gleich das Licht aus, wahrscheinlich. So, dann machen wir jetzt den normalen Notstromtest. Wallbox ist aus. Und das Netz fällt aus. Jetzt haben wir wieder eine Fehlermeldung mit A071, A072. Das heißt, dass das Netz nicht mehr da ist, dass er das jetzt erkennt, was ja eine völlig richtige Fehlermeldung ist. Er erkennt, das Netz ist ausgefallen. Und jetzt überprüft er das System. Wir sehen, der Solarstrom läuft weiter. Die Netztrennstelle hat geschaltet. Wir haben trotzdem noch 1,1 kW. Das geht jetzt einfach in die Batterie, obwohl das Haus dunkel ist. Und jetzt schaltet er gleich das Haus wieder zu und dann geht hier auch gleich wieder das Licht an. Das ist das Durchschalten. Und man hört auch das Klacken. Schon ist das Licht wieder da und schon sehen wir, dass wir auf Notstrom laufen. So. So ist jetzt kleiner Inselbetrieb. Kommt vom Dach, kommt sogar noch 1 kW, obwohl wir total bewölkt sind. Haben wir ja eben gerade draußen gesehen. Kompletter Inselbetrieb. 70% ist dein Speicher noch voll. Mhm. Ist das richtig? Richtig. Okay, und jetzt hast du auch noch. Das sind die drei Phasen, ne? Das sind die drei Phasen. Da ist jetzt wenig Verbrauch im Haus. Jetzt können wir nur noch sehen, was pro Phase läuft. Er kann das jetzt einzeln aus dem Highspeed abziehen. Da läuft momentan auf einer Phase 0,2 kW. Das sind die Standby-Betriebe oder sonst irgendetwas. Und wenn jetzt die Wärmepumpe zum Beispiel anfahren würde oder sonst irgendwas. Aber wir sind jetzt frei im Inselbetrieb. Egal, was jetzt draußen passiert, da merken wir nichts von. Und wir können auch sehen, die Wärmepumpe, damit man das auch mal sieht, läuft ganz normal weiter. Und wir haben kein Netz, Leute. Wir haben kein Netz. Überall ist Licht. Genau.
Top. Der Einzige, was er jetzt vermisst, er hat jetzt noch den Thermostat oben noch nicht gefunden. Der Raumthermostat, der zeigt jetzt noch nicht an, aber der wird in den nächsten Minuten kommen. Und dann ist das System wieder komplett dahergestellt und läuft ganz normal seinen Weg. Und sollte Wärme gebraucht werden, startet die Wärme völlig normal und macht auch Rohbetrieb. Jetzt ist die Temperatur vom Raum da und ab jetzt würde die Wärmepumpe wieder anfangen zu gucken, muss ich arbeiten oder nicht. Und dadurch ist das ganz einfach zu erkennen. Und das alles in der Insel. Und damit bin ich natürlich auch, wenn ich im Winter mal einen Stromausfall haben sollte, zumindest tagsüber mit einigermaßen, wenn ich was in der Batterie habe, habe ich die Möglichkeit, dass ich mein Haus zumindest ein bisschen warm kriege. Volle Pulle 24 Stunden werde ich die Wärmepumpe dann nicht laufen lassen können, logisch, weil die Sonne da ist. Die Mengen kriegen wir selten vom Dach, aber ich habe die Möglichkeit, mein Haus nicht vorm Einfrieren zu schützen. Also das heißt, du bist sehr sicher aufgestellt, falls wirklich mal ein Stromausfall ist. In Deutschland ist es ja relativ unwahrscheinlich, dass der jetzt für mehrere Tage ist. Habe ich auch schon Videos drüber gedreht, über den Blackout und so. Dass wenn, dann ist es vielleicht mal eine halbe Stunde oder mal eine Stunde oder zwei. Da wärst du im Grunde sehr, sehr gut aufgestellt. Hältst du denn als Notstromreserve hier in dem Batteriespeicher dann immer noch mal ein paar Kilowattstunden bereit? Oder wie machst du das? Also jetzt im Sommer habe ich nur 10%. Das ist die minimale Geschichte, damit der Notstrom überhaupt schaltet. Braucht 10% im Speicher verbleibend. Also 2 Kilowattstunden? Ungefähr, ja. Mhm. Und wenn ich im Winter bin, mache ich die Notstromreserve etwas höher, weil der Speicher dann brauche ich ein bisschen mehr, weil die Wärmepumpe dann, ich sage immer, 2 Stunden sollte sie noch laufen können, weil in der Regel haben wir in Deutschland kaum länger Stromausfälle, wenn aus dem normalen Weg raus von 2 Stunden und das sollte sie überbrücken können und deswegen mache ich das ein bisschen höher. Aber was mir wichtig ist, und das sieht man ja bei dieser Verschaltung mit den FEMs und deswegen ist es so wörtlich wichtig, dass die Wallbox nicht eine dumme Autosteckdose ist. Ich kann im schlimmsten Fall, auch wenn das Netz ausgefallen ist, nur mal genommen, wir hätten längere Zeit Stromausfall, kann ich trotzdem in kleinen Zügen mein Elektroauto laden. Das heißt, das ist auch im Notstromfall, wenn alle Probleme haben, Tankstellen gehen nicht mehr, ich kann kein Diesel, ich kann kein Benzin, ich kann nicht mehr tanken, ist mein Autotank leer, ist vorbei. Und beim Elektroauto habe ich trotzdem die Möglichkeit, kleine Mengen immer noch mit diesem System in mein Auto reinzutanken. Deswegen ist es wichtig, dass eine Solaranlage mit einem Batteriespeicher auch die Möglichkeit hat, das Elektroauto im Inselbetrieb zu beladen. Weil dann bin ich wirklich so, dass ich mich auch mobil weiter bewegen kann. Und also das ist wirklich wichtig. Das Elektroauto muss Überschuss laden können, beziehungsweise die Wallbox muss Überschuss laden können ins Elektroauto. Aber auch wenn die Solaranlage läuft, muss sie im Inselbetrieb, muss die Solaranlage auch den Speicher füllen können. Mhm. Das muss der Wechselrichter auch können. Und im Grunde hängt dann immer alles an diesem Wechselrichter. Ne? Deswegen sagen wir nochmal Danke an dich hier, Kollege Kako. Richtig cooles Teil. Wir werden ja auch nochmal ein anderes vorstellen von uns selbst. Kommt auch noch ein Video zu mit dem Fennicon Home, habe ich schon versprochen. Und da werden wir jetzt dann nicht zu dir kommen, weil du hast ja jetzt das System hier. Also richtig cool. Ganz herzlichen Dank, Olaf. Sehr gerne. Wir machen auch das Video von dem Balkonkraftwerk, was wir schon gemacht haben, packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung, was der Olaf sich da gebastelt hat. Und wenn ihr mitmachen wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail an kontakt@moneyforfuture.com. Könnt ihr gerne euch an der Verlosung beteiligen und vielleicht gewinnt ihr ja ein Balkonkraftwerk. Mittlerweile hat mir auch schon eine Wallbox-Firma angeboten, dass ich von ihnen eine Wallbox verschenke. Vielleicht kommt das jetzt auch noch dazu. Ich sage Olaf ganz herzlichen Dank. Wenn euch solche Themen interessieren, wie die erneuerbaren Energien funktionieren und wie ihr selber eure Energiewende machen könnt und ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit setzen könnt mit Elektromobilität, Wärmepumpe etc. pp., dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und unterstützt mich hier bei meinem Kampf für die Erneuerbaren und gerne auch nochmal auf meiner Homepage moneyforfuture.com vorbeischauen. Da könnt ihr euch selber nochmal alle möglichen Videos angucken und euch selber nochmal schlau machen. Und in diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank, Olaf, dass wir hier mal sein durften und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht es gut, bis dahin, euer Felix. Ciao, ciao. Ich schalte zurück ins Netz. Tschüss. Stimmt, du musst jetzt noch mal ins Netz schalten. Genau. Okay, das ist doch der Gute. Und dann macht er aber nichts mehr. Dann schaltet er nicht mehr irgendwie um oder so, sondern es geht dann direkt um. Er schaltet jetzt noch mal kurz um. Also er versucht jetzt noch mal. Er sondiert natürlich wieder, sind die Trennstelle alle da, Strom ist da und schon ist wieder hier. Also das dauert jetzt meistens 10 Sekunden, mehr länger brauchen wir. Also okay. Der Umschalten dann geht viel, viel schneller, weil er das Netz hat und er muss ja nichts überprüfen und dann geht das sehr schnell. Okay, alles klar. Naja, super. Das war vielleicht nochmal ein kleiner Alternativerschluss. Ja, ciao. Tschüss.